Liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Tell, jetzt ist gerade ein Jahr her, dass mein Briefkasten in der Stadt Bern steht. Auf diesem Briefkasten steht Sabine Müller, Pfarrerin in Nideck. Ja, vor einem Jahr bin ich daher gezügelt und habe eine neue Arbeit aufgenommen. Ich kann mich noch gut an Wechsel besinnen. An Abschied, an die Trauer, an Kisten packen. Aber auch an neue Orte. So viel Eindrücke haben Besitz genommen von mir. Da war der leichte Geruch nach Farbe im neuen Haus. Der Parkett, der selbst unter dem Gewicht unserer Katze angenehm quietscht. Die unzähligen Velostreifen und Veloampeln, die mich durch die Stadt lotsen und gleich unglaublich Angst haben gemacht. Der Grossbund Samstagsmerit, wo ich mit Staunen ging wieder feststellen, dass ich Leute drauf kenne. Ja, auch die Kanzle, wo ich ein Schämmeli brauche, für das ich drüber sehe. Aber das war eigentlich nichts Neues gewesen. In all dem Neuen ist ein unglaublicher Zauber gelegen. Und er liegt noch immer drin, in allem. Ich habe mich einfach langsam ein bisschen daran gewöhnt. Der besondere Geruch vom Haus, den nehme ich nur noch wahr, wenn ich 14 Tage in der Ferien war. Beim Stadtvelofahren bekomme ich keine Schweißausbrüche mehr und das Quietschen vom Parkett, das gehöre ich eigentlich gar nicht mehr. Aus Neuheiten sind Gewohnheiten geworden. Ich bin sehr froh darum. Es bedeutet letztlich, dass ich gelassen und unaufgeregt durch den Alltag gehen kann. Es ist doch ein Segen, dass der Mensch sich gewöhnen kann, dass er sich den neuen Umständen anpassen kann. Ich glaube, es ist eine von vielen Strategien, das Leben zu bewältigen. Ich habe mich jetzt einfach an etwas Neues gewöhnen. Aber ich denke, da gibt es Menschen, die müssen sich daran gewöhnen, dass der Partner oder die Partnerin nicht mehr da ist. Oder sie müssen sich daran gewöhnen, dass sie krank sind und jetzt mit Elan müssen kämpfen, dass sie wieder gesund werden. Oder sie müssen sich daran gewöhnen, dass die Kinder ausziehen. Lebensstrategie. Sich daran gewöhnen. Die Kehrseite ist halt, dass man sich auch an alles irgendwie gewöhnen kann. Mit Schrecken stelle ich nämlich fest, dass ich im Frühling mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit und Anspannung Medien habe verfolgt. Obwohl die Brisanz im Ukraine-Krieg ja auf gar keinen Fall hat abgenommen. Und ich stelle fest, dass ich den Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit zu einer anderen Zeit auch mehr Aufmerksamkeit habe geschenkt. Obwohl wir die Auswirkungen ja unmittelbar spüren. Ja, wo Gewohnheit einfach zu einem anderen Wort wird für Abstumpfung, da ist sie nicht mehr hilfreich. Da hilft sie nicht mehr, das Leben zu bewältigen. Sondern sie bekommt eigentlich sogar ein bisschen gefährliche Züge. Die Macht der Gewohnheit. Wenn man es einfach ein bisschen schädern lässt, sich nicht mehr darum kümmert. Ich wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich auch mir, dass wir nicht abstumpfen, sondern dass wir neugierig bleiben und ein Stück auch immer berührbar. Dass uns die Macht der Gewohnheit nicht einfach um den Finger leiert.